Was machen Sie eigentlich, liebe Zuschauer, um fit für den Winter zu sein? Sie haben vielleicht schon die dicken Klamotten aus dem Kleiderschrank geholt, Ihrem Auto Winterreifen verpasst. Aber wie sieht's denn mit Ihrer Heizung aus? Um Energiekosten in der kalten Jahreszeit zu drosseln, gibt's ja einige Möglichkeiten. Doch Experten, die warnen vor falschem Spareifer. Wir sind mal 4 Mythen rund ums Heizen auf den Grund gegangen. Die Zähler laufen wieder schneller. Jetzt ist die Zeit der steigenden Heizkosten. Viele Verbraucher ärgert das. Sie wollen diesmal deutlich weniger Heizkosten zahlen. Doch längst nicht alle Sparideen zahlen sich aus. Mythos 1. Ganz aufdrehen bedeutet sofort warm. Keine Ahnung, ob das schneller warm wird. Wir stellen hier immer auf eine mittlere Temperatur und das reicht uns. Wenn man es jetzt auf 5 stellt, dann wird es nicht schneller warm, als wenn man es auf 2 stellt. Also ich bin der Meinung, es riegelt bei einer bestimmten Temperatur einfach ab. Und nicht Stoßheizen, weil das bringt nichts. Das macht doch die Luft nicht angenehm. Das macht die Luft stickig und eklig. Das Badezimmer läuft bei uns grundsätzlich auf 22 Grad durch. Da wird nichts dran gedreht, weder morgens noch abends. Die Heizung voll aufdrehen, damit es schnell warm wird. Ist das nun richtig oder falsch? Im Prinzip ist es nicht gut, weil ein Thermostatventil ist kein Wasserhahn. Also nicht bei jeder Umdrehung wird es schneller warm. Wenn ich es warm haben will, reicht es, dass ich auf 3 einstellen kann, dann macht das Ventil ganz auf. Wenn ich auf 5 stelle, kann das Ventil nicht weiter aufmachen. Allerdings wird nachher die Temperatur irgendwann höher, bis zu 25 Grad. Und das ist vielleicht ein bisschen viel. Denn jedes Grad weniger spart etwa 5% Heizenergie. Mythos 2. Tür auf, warme Luft rein. Ich habe nur ein Zimmer und von daher kommt diese Frage für mich gar nicht zum Nachdenken. Aber ich würde sagen, es ist falsch. Ich heize mein Schlafzimmer eigentlich gar nicht. Nur wenn es wirklich kalt wird, weil ich in einer Dachgeschosswohnung wohne. Wir haben sie normalerweise zu, wir schlafen getrennt, damit das Schnarchgeräusch nicht von einem Zimmer zum anderen kommt. Unsere Tür ist geöffnet und dadurch finde ich das natürlich richtig und das ist bei uns eine Gewohnheitssache. Ich sehe da kein Risiko, wenn man die Tür offen lässt. Sollte also die Schlafzimmertür nachts offen bleiben, um die warme Luft vom Wohnzimmer reinzulassen und so Heizkosten zu sparen? Ist das sinnvoll oder nicht? Nein, das ist sicherlich nicht sinnvoll. Wenn wir das Schlafzimmer nicht beheizen, dann sind die Wände kühl. Wenn wir warme Luft aus den Wohnräumen da hinbekommen, dann kann es zu Kondensations-, also Feuchtigkeitsproblemen kommen. Und da, wo Feuchtigkeit ist, gibt es Schimmel. Mythos 3. Dämmen spart Heizkosten. Das Haus ist von 1907. Wenn Sie da dämmen wollen, ist die Fassade im Eimer. Eine Innendämmung ist ziemlich aufwendig. Und bei den großen Fenstern, das, was an Mauerflächen überbleibt, lohnt sich nicht. Von der Logik würde man sagen, ja, dämmen, aber bin ich nicht informiert. Ja, das ist ja wie beim Menschen. Wenn er sich warm anzieht, dann ist ihm nicht kalt. Und so ist das beim Haus. Sollte also die komplette Fassade gedämmt werden oder genügt eine Dämmung hinter dem Heizkörper? Es ist sicherlich nicht sinnvoll, ist hinter den Heizkörper ein bisschen was an Dämmung zu kleben. Da kann man sich Feuchtigkeit und Schimmel mit ins Haus holen. Ne? Was sinnvoll ist, ist eine Fassadendämmung. Dann bitte auch mit richtigem Material, in der richtigen Dämmstärke, zum Beispiel Stein oder Mineralwolle. Das ist gut. Wenn man das von außen nicht machen kann, dann kann man von innen mit geringeren Dämmstärken arbeiten. Ne? 5-6 Zentimeter sollte es schon sein. Darunter hat es keine wirkliche Wirkung. Mythos 4. Bei Urlaub Heizung aus. Am besten ist es einfach auf kleinere Einstellung durchlaufen zu lassen, damit das nicht das Mauerwerk, wer weiß wie, auskühlt. Sonst brauchen wir nachher ja 2 Tage, um das wieder warm zu bekommen. Wenn ich im Winter jetzt im Snowboardurlaub bin, dann läuft die Heizung durch, auch in der Studentenwohnung. Die Heizung auf dem Stern, also auf jeden Fall ja ganz aus. Ich glaube, es ist falsch, aber da bin ich einfach sparsam. Wenn ich eine Woche weg bin, stelle ich die auch komplett auf null. Geiz hin oder her, ist es richtig, die Heizung ganz runterzufahren? Bitte nicht die Heizung ganz abstellen. Nicht, dass die Anlage noch einfriert. Ein bisschen runterstellen schon, das heißt eine Raumtemperatur von 15 Grad. Über die Zeit, wo man nicht da ist, wenn man wiederkommt, möchte man 20 Grad haben. Ansonsten verbraucht man zu viel Energie, wenn man wiederkommt und heizt ein Haus sozusagen von unten ganz wieder auf. Wer die Temperatur um einige Grad herunterfährt und alle sonstigen Heiztricks berücksichtigt, kann im Jahr mehrere hundert Euro sparen. Eine sinnvolle Perspektive für die Haushaltskasse und die Umwelt.